Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Classic. Heute mal nicht in Call of Duty unterwegs, denn bei The Hunter Classic gibt's ein neues Tierchen. Das wollen wir heute bejagen. Pikmin Bay ist die Heimat des Tiers und wir sind schon quasi vor mir sitzen. Du bist nicht der Fernglas, auf welcher Taste, keine Ahnung, schon lange mehr gezockt. Nämlich die Spaltfußgans. Haben wir da schon die Attrappen auf dem Wasser quasi, sind keine echten. Auf die müssen wir noch ein bisschen warten. Ich habe hier mal so 5 Attrappen hingestellt, 2 Stück die fressen, 2 die einfach nur so rumschwimmen und eine die ein bisschen wachsam ist. Mal gucken, 5 Stück werden jetzt hier nicht gerade, glaube ich, die Wunder vollbringen. Aber ich habe hier gerade beim Aufbau schon einige Schwärme von den Spaltfußgänsen gesehen, gehört. Insofern mal gucken, ob sie gleich wiederkommen und wir sie dann anlocken können. Ich werde versuchen, das wenig zu cutten, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe zum Aufnehmen und ich möchte das Video gerne morgen direkt rausbringen. Sprich, wir werden jetzt einfach zusammen warten, ob da was kommt oder nicht. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt hier die ganz normale Flinte dabei. Und wenn gleich dann die ersten Gänse da kommen, dann werden wir die Callers probieren. Dafür gibt es auch 2 Stück. Nämlich zum einen den Long Range Caller, den wir hier haben, kennen wir von den anderen Federwildarten, und den Short Range Caller. Beides für die Spaltfußgans oder Magpie Goose, was auch immer. Die wir hier auf jeden Fall am Start haben. Müssen wir gucken. Ich weiß nicht, ob die Stelle jetzt hier so prickelnd ist, aber gerade so, was hier drüber gezogen ist, während ich aufgebaut habe, war eigentlich ganz okay. Bin jetzt hier in diesem Sumpfareal, weil ich dachte, hier bietet sich das an, weil tatsächlich können die auf Wasser und auf Land landen. Also insofern tatsächlich, da ganz hinten ziehen schon welche, sehen wir die? Da ganz hinten am Horizont. Aber ich glaube, die sind so weit weg, dass wir die nicht rangecallt bekommen, weil wir hören die nicht mal. Auf jeden Fall ziehen da die ersten Gänse. Jetzt höre ich aber welche. Von rechts. Wenn so ein Mückenschwarm sich anbahnt, dann ist das mal sicher Zeichen, dass Gänse, da oben fliegen sie. So, ich hoffe mal, dass ich davon welche runtergecallt bekomme. Weiß nicht, wie gut die darauf anspringen, ehrlich gesagt. Er scheint mir auch fast ein bisschen weit weg. Aber vielleicht kriegen wir sie mit dem Long Range Caller angelockt, damit wir die ersten hätten. Oh, da kommen welche, oder? Ich glaube, da haben sich welche abgesondert. Irgendwie hat sich das Ding aufgelöst. Naja, tatsächlich. Die ersten Gänse ziehen jetzt hier über uns weg. Und 2 haben wir dann auch erlegt bekommen. Sehr schön. Haben wir sie direkt bei den ersten 2. Gut, man hätte jetzt vielleicht auch eine Flinte haben können mit mehr Schuss, aber ich finde die Doppelläufige mal ein bisschen stylischer. Deshalb haben wir jetzt die anderen beiden nicht erwischt, weil wir dann logischerweise im Nachladezeitraum sind. Aber 2 Stück haben wir hier direkt mal erlegt. Dahin rennt auch noch ein Wasserbüffel oder ein Banteng oder was auch immer das war, habe ich nicht mehr gesehen. Der treibt schon die ganze Zeit sein Unwesen hier. Habe ich aber gerade keine Waffe dabei. So, haben wir also den ersten Abnehmer relativ fix, ne? Haben wir da hinten einen Schwarm gesehen und dann kam hier ein Schwarm. Hört sich mal wirklich an, wie so ein kleiner Mückenschwarm, in dem man dann drin hockt. Wo man, auf die man dann gut reagieren kann. Also die machen sich schon bemerkbar. Gerade weil hier auch viele andere Nebengeräusche sind, was Vögel betrifft, kann man hier aber doch schon ganz gut unterscheiden. Wir können uns die nachher angucken. Ich werde erstmal noch ein bisschen warten, vielleicht noch was anderes an den Start kommt, was Gänse betrifft. Aber die lässt sich echt gut runterkollen. Dafür, dass die echt so weit weg waren relativ. Und wir jetzt vielleicht auch nicht das beste Lockbild hier haben mit unseren 5 Gänsen. Ich hatte jetzt einfach das, was ich noch über hatte an Kohle, habe ich hier in Decoys investiert gehabt. Da kann ich mir 5 Stück von kaufen, das war's dann aber auch. Gibt auch noch so eine Flattergans, aber die kostet auch 600 irgendwas. Keine Ahnung, bisschen teuer dafür, hatte ich da nicht mehr so krass viel Zock. Aber nichtsdestotrotz wollte ich zumindest mal die 9 Tierchen hier angucken.
die wir da schon im Wasser sitzen haben. Bis auf so ein Höckerschwan auch, ne? Mit dem Kopf. Weil man sieht es an den Attrappen ein bisschen besser, wie die so aussehen. Ja, fast wie ein Höckerschwan. Könnte auch ein Einhornvogel sein, ne? Irgendwie sowas. In der Richtung könnte das schon eher sein. Habe ich auch wohl noch nie gehört, das Viech. Keine Ahnung, ob es das hier in den europäischen Gefilden überhaupt gibt. Vielleicht in wärmeren Regionen. Oder ob das wirklich so eine australische Variation der Gans ist. Kein Plan, Mann. Ich habe es auf jeden Fall noch nie gesehen. Aber wir müssen ja erstmal warten, bis hier die nächsten Vöglein über unser Zelt ziehen. Kann ein bisschen dauern. Aber immerhin haben wir schon mal zwei erlegt, das ist doch schon mal die halbe Miete. Ich hätte noch daneben geschossen, das wäre natürlich grandios gewesen. Dann hätte man nämlich jetzt recht noch warten müssen. Aber sollen wir zunächst mal die ersten beiden Vögelchen neben unserem Zelt. Tatsächlich weiß ich auch nicht, vielleicht sind wir schon ein bisschen zu spät jetzt auch. Weil so spät ist es glaube ich noch gar nicht. War kurz vor 8, geht noch. Kurz vor 8 ist auch nicht. Ich glaube, ich trinke mal was, oder? Aber noch kam keine Meldung. Aber ich trinke mal trotzdem was. So, da muss man hier auch dran denken. Ich bin jetzt schon den ganzen Weg gelaufen, quasi bis nach hier. Von der Lodge aus, hab das hier alles aufgebaut und so. Jetzt hat wahrscheinlich schon bisschen was an Energie verbraucht und ich höre schon die nächsten. Die wieder da bei dem Berg kommen, glaube ich. Wenn mich alles täuscht. Ja, da ganz hinten. Oh, die sind aber sehr weit weg. Ah, ich glaube, die kriegen wir nicht. Die sind noch weiter weg als die gerade. Die ziehen schön am Horizont lang. Ich meine, man kann davon ausgehen, wenn wir die hören, dann müssen die uns auch hören. Aber ob die dann hier überhaupt die Attrappen sehen und sowas, das wird wahrscheinlich gar keine Wirkung haben. Ne. Wir hören sie auch schon nicht mehr. Die sind also an uns vorbeigezogen. Dann warten wir halt auf die nächsten. Die waren jetzt echt ein bisschen weit weg. Vielleicht habe ich auch mein Zelt da nicht so richtig platziert. Tatsächlich viele Schwärme gehabt, die da hinten rübergezogen sind. Aber ich weiß nicht, im Beschreibung stand, glaube ich, oder ich habe irgendwo gelesen, dass man die Zelte wirklich auch im Wasser platzieren kann. Ich habe es nicht hinbekommen. Angeblich soll man diese Tarnzelte auch im Wasser platzieren können. Ich bin jetzt hier auf so einer kleinen Grasinsel im Wasser. Insofern habe ich das ein bisschen getrickst, sodass ich ein bisschen im Fluss stehe. Aber ich habe keinen Platz gefunden im Wasser, wo ich den platzieren konnte. Ich weiß nicht warum. Scheint bei mir nicht so geklappt zu haben, leider. Angeblich geht das, aber frag mich nicht wie. Bei mir ging es auf jeden Fall nicht. Es kommen ein paar dunkle Wolken. Ich würde sagen, dass es gleich anfängt zu regnen, was dann natürlich nicht ganz so gut wäre, ne? Oh ja, es zieht sich ehrlich zu. Hauptsache kein Gewitter. Weil dann wäre es etwas laut, das Ganze. Hier sitzt auch so ein Kackvogel, ne? Die ganze Zeit so quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Aber keine Gans in Sichtweite. Ich könnte jetzt rausgehen und die einsammeln, aber dann kommt bestimmt was. Traue mich ehrlich gesagt nicht. Vorbei, komm. Wenn sie schnell im Zelt zurück, die sind direkt nebenan hier. Da können wir uns die mal angucken. Hängen jetzt natürlich beide hier im Wasser drin. Haben wir da auf jeden Fall ein paar Gänse am Start. Damals Magpie Goose, 1115er Wertung. Trophäenshot. Nehmen wir natürlich mal auch hier. Warte mal, habe ich nicht hier irgendwie auch Posen? Trophäenpose T. Achso, eine Waffe muss ich halten, das ist klar.
Welche bist du denn? Du bist das hier, ne? Sie ist das. Die Gans. Und ich höre schon mal den nächsten. Jetzt lass mal Text der Meise, dann haben wir zumindest eine. Und dann lassen wir auch schnell zurück. Denn ich höre da was. Wo höre ich die denn? Ach, über mir schon, lul. Oh, die haben mich bestimmt gesehen, oder? Aber da rechts kommen auch nochmal welche. Also zwei Gänseschwärme jetzt hier bei mir. Kriegt da von irgendwas runter? Ja, der fing direkt über mich. Hallo, also hab ich nicht runterbekommen. Hallo, Gänse. Von hinten haben wir keine bekommen. Die auch nicht, ne? Mehr kann ich nicht callen. Mehr geht nicht. Ne. Kriegen wir leider nicht. Ich weiß nicht, ob sie mich vielleicht schon gesehen haben, wobei der Schwarm war nicht so spät dran, dass sie mich nicht gehört haben dürfte. Da vorne war irgendwo ein Büffel oder sowas, was er gerufen hat. Und so vielleicht war den eigentlich bekommen ist. Weiß nicht, warum die jetzt nicht runtergekommen sind. Vielleicht wirklich wegen mangelnder Lockwirkung, weil zwei schöne Schwämme direkt über uns drüber gezogen sind. Das hätte auch mal klappen können. Aber gut, haben wir uns zumindest mal die Gans angeguckt und den Trophäen-Shot gemacht und eine für die Galerie quasi präparieren lassen. Das haben wir dann also auch erledigt. Mal gucken, ob wir gleich nochmal die Chance haben. Die Chance haben wir auf jeden Fall gerade ein bisschen vertan, leider. Ja, der zweite hätte echt kommen können, Mann. Der zweite Schwarm hätte eigentlich echt runterkommen müssen. Zumindest ein paar davon. Ich will doch nicht alle haben. Ich kann ja eh nur zwei schießen wieder. Weil ich hier nicht die Megaballerei habe. Die Artillerie hier unten fehlt mir so ein bisschen. Mit der doppelläufigen Flinte hast du natürlich nur... Ah, wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht 3, 4. Aber da musst du schon mit dem Anflug schießen, dann schnell nachladen. Aber das wird auch schon eng. Aber ich höre schon wieder welche. Ah, ich glaube, ich schwimme. Na, ganz da hinten, glaube ich, hinter den Bäumen, ja. Na, die sind zu weit weg. Die sind zu weit weg. Da ganz hinten am Horizont über dem Berg, da fliegen sie. Auch ein relativ großer Schwarm. Die Schwärme scheinen echt groß zu sein. Aber von denen haben wir keine runterbekommen. Und der einzige kleine Schwamm, der kam, davon haben wir zumindest 2 Stück erwischen können. Also hocken wir uns mal weiter in die Büsche rein. Und warten auf das nächste Mückensurren, wenn das wieder ankommt. Vielleicht hätte ich so eine Flattergans da kaufen sollen, aber das ist echt mega teuer, Mann. Aber ich glaube, eine so eine Flattergans ersetzt halt auch irgendwie 6 oder 7 normale Gänse oder 8. Ich weiß gar nicht mehr. Da ganz hinten ist auch ein Tier. Ja. Ein Hirsch. Sehen wir da. Hör ich da gerade Gänse? Er hängt hinterm Baum fest. Ein schöner Samba hier. Haben wir die eigentlich schon? Ich weiß gar nicht. Den Loser, den hat man, glaube ich, ein paar Mal. Aber ich würde auch den hier, glaube ich, nicht treffen im Stehen. Und der bewegt sich da eh nicht mehr weg. Also lassen wir den einfach mal in Ruhe. Und hoffen, dass wir vielleicht noch eine nächste Gans kommt, die wir gebrauchen könnten. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir die vielleicht nochmal im Trophäenraum uns angucken. Geben wir mal eine präpariert. Ich weiß gar nicht, kann ich die direkt im selben Jagd-Session? Ich glaube schon, ne? Singleplayer aber nur.
Aber Singleplayer bin ich drin. Da kann ich den auch ausrüsten. Das sollte kein Problem sein. Wenn wir jetzt keinen mehr erwischen, dann gehen wir da nochmal schnell gucken. Gucken wir uns die mal quasi live vor Ort an. Da können wir uns ja schnell hinporten zu so einer Lodge. Das ist ja nicht das Problem. Aber wir warten mal hier ein paar Minuten, ob da noch was kommt. Ob da noch ein paar mehr Federtiere erlegt werden wollen. Auch wenn es ein bisschen diesig wird. Die Sicht also gerade nicht mehr ganz so gut. Oh, wird aber echt sehr diesig, ne? Krass, Mann. Man kann nicht mal mehr den Berg da hinten erkennen. Ah, die Gänse kommen von oben. Da ist es noch weiß und hell. Jetzt habe ich aber welche. Die sind auch schon. Oh, das ist eine einzelne Gans. Eine einzelne Gans. Ach nee, zwei sind es sogar. Aber ich glaube, die hintere kommt runter, oder? Ja. Gucken, ob wir die noch weiter runter bekommen. Fliegt halt relativ hoch. Ich weiß, warum sie mich gesehen hat. Keine Ahnung, warum sie mich gesehen hat. Oder warum sie auf einmal gecheckt hat. Oh, ich hab nicht gekniet, wa? Kann das sein? Aber getroffen haben wir sie trotzdem. Also alles halb so wild. Jetzt setzt auch der Regen hier ein. Da würde ich sagen, gehen wir die Gänse gleich einsammeln. Und bevor es wirklich hier ganz schlechte Bedingungen werden, gehen wir dann mal in den Trophäenraum gucken. Um zu sehen, was wir da so erwischt haben. Sammeln wir also die Gans hier ein. Jetzt kommt mich das Gewitter hier. Jetzt kommt nämlich das Gewitter. Achso, ich muss hier. Bin ich bei Call of the Wild. Kann das ja nicht ohne das Gerät einsammeln. Haben wir also hier. Oh, sogar eine 300.000er hier, männliche. Guck mal an. Weiß nicht, wie groß die werden, aber auf jeden Fall deutlich größer als die andere. Na komm, können wir auch schon mal eben hier taxidermisen. Dann gehen wir die da einsammeln. Und dann gehen wir mal zur Trophäenlodge. Und stellen meine aus. Wahrscheinlich wäre die so ähnlich groß wie die anderen. Habe ich sogar zweimal getroffen, tatsächlich. So farbig sieht die anders aus, irgendwie so. Oh, die sieht so goldig aus. So, vielleicht sind das einfach die Weibchen. Weiß ich nicht. Nehme ich auf jeden Fall mal an. Textilmeisen wollen wir das nicht. Aber wir wollen zurück zur Lodge mal hinflitzen. Und dann rein in die Trophäen-Lodge und dann mal gucken. Hallo, nicht Freelook an. Da gucken wir mal, dass wir da irgendwo ein Tierchen finden. So, Trophy Lodge haben wir hier. Zack, nehmen wir mal die. Denn das müsste die sein, die ich hier mit den Pickerbait-Tieren oder Pickerbeet-Bait-Tieren voll gemacht habe, oder? Weil da steht ein Eisbär drin. Alles klar. Aber da oben ist hier Banteng, hier der Büffel. Also haben wir da tatsächlich drin. Trophy Manager haben wir auch am Start. Warte mal, wir müssten eigentlich auf so ein Ding stellen können, oder? Welche sind das denn? Full Body Plattform ist für die große. Bird. Wie, kein Bird? Aber das sind auch die kleinen Birds nur. Hier passt die Gans drauf. Guck an. So. Dann nehmen wir den hier da drauf. Save den Eimer und dann bist du da irgendwo da hinten stehen. Da ist er. Da haben wir die Magpie Goose. Tatsächlich ist aber, wobei das ist der männliche, ne? Der ist nämlich nur weiß. Aber tatsächlich ist das hier unser Tierchen, was wir erlegt haben. Sehr schön, Mann. Da haben wir also tatsächlich die Gans neben dem Fasan hier, der auch gut reinpasst, in die Lodge. Und da haben wir sie dann doch erlegt. Sehr, sehr gut. Was haben die?
Weil so kleine Schwimmhäute, ne? Vielleicht deshalb Spaltfußgans, weil die nicht so krasse Schwimmhäute hat wie andere Gänse, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Zehen. Aber das soll es gewesen sein vom Versuch, die Viecher zu bejagen. Hat halbwegs geklappt. Ein paar haben sich runterkommen lassen, ein paar nicht. Vielleicht das Setup nicht ganz so gut, aber erfolgreich sind wir trotzdem gewesen mit unseren ersten Spaltfußgänsen. Das soll es gewesen sein vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.